Jeder Schuss ein Treffer. Alle Achtung, mein Kompliment. Danke. Nächste Woche kommt Jakobsen. Ich bin gespannt, was er sagen wird. Zu Ihren Schießkünsten? Na ja, es war doch immerhin seine Idee, dass ich wieder anfange zu trainieren. Und warum hat er Ihnen diesen Rat gegeben? Oder besser als was? Als Psychotherapeut? Oder als Manager internationaler Zirkusattraktionen? Ich verstehe Sie nicht. Ich meine, sollen Sie wieder schießen, um Ihr verlorenes Selbstvertrauen wiederzufinden? Oder weil Jakobsen hofft, dass Sie eines Tages wieder im Zirkus auftreten? Vielleicht beides. Möchten Sie gerne wieder auftreten? Ich weiß nicht, ob ich es noch könnte. Danach habe ich nicht gefragt. Ich möchte wissen, ob Sie es noch möchten. Ja, ich glaube schon. So gut. Dann schlage ich doch vor, dass Sie mir zur Abwechslung mal dieses 5-Franken-Stück aus den Fingern schießen. Ganz sicher nicht. Hemmung? Kommen Sie, nehmen das Geld in die linke Hand. Da richten Sie weniger Flurschaden an, wenn Sie ein bisschen daneben treffen. Ihren Zynismus können Sie sich sparen, aber ich habe mir geschworen, nie mehr auf ein Ziel in der Nähe eines Menschen zu schießen. Ah ja? Da wollen Sie wohl später hauptberuflich Tontauben schießen. Oder Vorsitzender des Sportschützenclubs Klein-Kleckersbach werden. Sind Sie sehr traurig, wenn ich Ihre Witze nicht komisch finde? Also gut genug geblödelt. Jetzt hören Sie mir mal zu. Vor Jahren hießen Sie Brenda Lindt und waren als Kunstschützin eine internationale Sensation. Mischa, bitte. Und dann haben Sie Ihren Partner erschossen. Es war ein Unglücksfall. Aber das Gericht kam bedauerlicherweise zu einem flaumenweichen Urteil. Man hat Sie jahrelang eingesperrt. Und Sie waren entweder zu feige oder zu erschöpft, um in die Revision zu gehen. Oder Ihr Anwalt war zu feige. Wie dem auch sei, man kann ja die Zeit nicht zurückdrehen. Aber Enrique, die Zeit hilft einem doch, mit gewissen Dingen fertig zu werden. Mischa, ich habe einen Menschen erschossen. Verlangen Sie von mir, dass ich das vergesse? Natürlich nicht. Und Sie glauben, man sagt dann ganz einfach zu einem neuen Partner, nimm dir eine Zigarette in den Mund, ich schieße sie dir weg. Aber Ihr Partner war doch betrunken, sonst wäre das Unglück nie passiert. Aber nehmen wir einmal an, er wäre Ihnen in seinem Suff ins Auto gerannt. Würde das heißen, dass Sie nie wieder Auto fahren würden? In dem Fall hätte man wahrscheinlich beweisen können, dass es ein Unglücksfall war. Ach, um den Beweis geht's Ihnen. Jetzt kommen wir der Sache näher. Und dass Sie wissen, und dass Carlo, und dass Jakobsen, und dass viele andere wissen, dass Ihr Partner betrunken war und nicht ruhig gestanden hat, das ist für Sie völlig unwichtig, wie? Ich hätte wissen können, dass er nicht nüchtern war. Oder ich hätte es zumindest annehmen müssen. Und ich hätte nicht auftreten dürfen. Ja, ja, schon gut. Naja, dieser Hypothese verdanken Sie dann ja auch Ihr Urteil. Also was wollen Sie jetzt machen? Nur noch ein Antialkoholiker als Partner? Ach, ich werde nie mehr einen Partner haben. So, und bloß auf Scheiben und Luftballons schießen. Gut, gut, kein Problem, das können Sie haben. Das ist aber nichts für den Zirkus, Henrike. Im Zirkus, da wollen die Leute Spannung, da wollen sie Nervenkitzel. Das muss ich Ihnen doch nicht erzählen. Passen Sie mal auf. Schießen, habe ich gesagt. Also. Na also, und gleich nochmal. Sie sollen schießen! Schlecht. Sogar beschissen schlecht, wenn Sie mich fragen. Nochmal! Schon besser. Und nun mal richtig. Los! Ganz schön. Dann würde ich doch sagen, Jakobsen kann kommen.
Mensch. Du, halt mal. Ja, ja. Was? Du, Lilly, ich glaube, du läufst hier im Spiel. Sei bloß froh, dass ich beide Hände voll habe, Texas, sonst würde ich dir eine knallen für deine Unverschämtheit. Ihr und die, was, habt ihr denn auch? Die gleiche Idee gehabt, wie man sieht. Das soll vorkommen. Hm. Was machen wir jetzt? Naja, unsere Tochter schaffst du doch zur Not alleine. Du hast Glück, dass ich beide Hände voll habe. Aber Papa, es ist 12:02, sollen wir die ganze Nacht hier stehen und reden? Also los. 3, 4. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Oh, danke, meine Freunde. Danke. Spät kommt ihr, doch ihr kommt. Helmut, hier will dir jemand gratulieren. Aber Kinder, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Woher wisst ihr überhaupt, dass ich? Und die schönen Kuchen? Oh nein. Aber was denn? Noch eine? Mhm. Darf man fragen, von wem die ist? Man darf. Man bekommt doch sofort eine Auskunft. Unser Chef war so spendabel, unser hochverehrter Herr Direktor. Aber ausgesucht wurde die Torte von mir. Ausgesucht und bar bezahlt. In der ersten Passisserie. Oh, in der ersten Basis Konditorei von Genf. Bravo! Oh, ich sehe, wir haben wahrscheinlich ein Streckenwärter, der unserem Helmut auch zum Geburtstag gratulieren will. Und jetzt erstmal einen Schnaps. Einen echten Schweizer Birnenschnaps, die Flasche zu 24 Franken. Aber Moment mal, ich blase erstmal die Lichter aus, sonst passiert noch ein Unglück. Ah ja, da fällt mir die Geschichte ein von dem Bläser zu Säckingen. Ja. Du meinst den Trompeter von Säckingen? Trompete. Und jetzt seid bitte ruhig, ich muss mich konzentrieren. Bitte schön. Sehr hier schön. Hier ist auch noch eine. Hier! Oh. Bravo! Bravo! Haben Sie vielleicht eine Ahnung, was da los ist? Wir warten seit über einer Stunde hier. Es ist immer noch rot. Na und? Wir sollten doch längst in Domodossola sein. Ganz recht, aber vorläufig haben wir rot. Hinter uns kommen die Gerätewagen und die Tiere. Sie können sicher sein, hier ist alles in Ordnung. Dafür sind wir nämlich bekannt. Sehen Sie, jetzt ist es grün. Na endlich. Also machen Sie und steigen Sie ein, wenn Sie mitfahren wollen. Na, Hänger, was sagen Sie? Neapel sehen und sterben. Na, ich habe ja gar nicht gewusst, dass Sie sentimental sind. Bin ich sentimental? Ich bin krank, todkrank. Ich vertrage doch das Fliegen nicht. Aber das hätten Sie doch sagen können, dann wären Sie mit dem Zug gefahren. Und wem hätten Sie dann die 30 Briefe diktiert? Da haben Sie auch wieder recht, aber ich verspreche Ihnen, dass Hoberg uns jetzt in das beste Restaurant von Neapel führen wird. Also, wenn Sie mich fragen, die beste Apotheke wäre mir lieber. Na, Hoberg, wie steht's? Ich habe schlechte Nachrichten für Sie, Herr Direktor. Wieso? Ist der Besuch wieder ausgebrochen? Die Bahn streikt. Ach, gestreikt wird hier alle Nase lang. Das müssen Sie nicht tragen. Sagten Sie Streik? Ja, die Züge liegen an der Grenze fest. Seit wann denn das? Seit heute Nacht um 1. Ich wollte versuchen, Sie zu erreichen, aber leider... Ja, was ist denn das für ein Streik? Die italienische Eisenbahnergewerkschaft. Ein befristeter Streik, aber ich sehe schwarz für unsere Premiere. Ja, und wo ist der Sitz dieser Gewerkschaft? In Rom. Ich habe für den nächsten Flug 3 Plätze reservieren lassen. Oh nein, bitte nicht schon wieder. Sie haben ja gar keine Vorstellung, was das heißt. Ein Zirkus ist unterwegs. Wir sind 380 Leute und unsere 420 Tiere brauchen pro Tag 30 Zentner Hafer, 100 Zentner Heu und 200 Zentner Stroh, 240 Kilogramm Fleisch für die Raubtiere und so weiter und so weiter. Wollen Sie mir bitte sagen, wo ich das hernehmen soll? Es tut mir schrecklich leid, Herr Horn, aber warum schreien Sie mich so an? Es sind doch die italienischen Kollegen, die streiken. Streik, Streik! Was heißt hier Streik? Dann muss eben eine Ausnahme gemacht werden. Wenden Sie sich an die Behörden, an die Regierung, an das Ministerium. Also zunächst einmal habe ich die Kantonalpolizei benachrichtigt. Wir werden alles tun, um eine Katastrophe zu verhindern. Sie müssen uns nur eine genaue Aufstellung der Dinge geben, die Sie für Ihre Tiere brauchen. Ja bitte, das können Sie haben. Fahren Sie bloß nicht vom Stuhl.
Wir fallen hier nicht so rasch vom Stuhl, mein Herr. Freut mich, dass Sie wenigstens Ihren Humor behalten. Und was wird mit unserem Premierentermin in Neapel? Können Sie uns das vielleicht verraten? Das dürfte ein Fall für Ihre Versicherung sein. Höhere Gewalt. Vielen Dank. Und jetzt brauche ich noch ein paar hundert Kilo Fleisch. Wie bitte? Aber auf Tiger sind Sie wohl nicht eingerichtet, was? Ja, sind Sie nicht gut bedient? Oh doch, danke, ich bin völlig bedient. 4,20 Franken, bitte. Ich möchte bitte 2 Liter Milch und 8 Paar Würstchen. Mit Senf! Es tut mir leid, aber Würstchen sind ausverkauft. Ich habe noch nie so viel Würstchen verkauft wie heute. Möchten Sie Kuchen? Kinder, wollt ihr Kuchen? Doch nicht schon wieder Kuchen. Ich kann keine Geburtstagstorte mehr sehen. Wollt ihr Wurstbrötchen oder ja, Fischbrötchen? Ja, Fischbrötchen. Also 5 Wurstbrötchen und 5 Fischbrötchen, bitte. Wenn das noch lange so weitergeht, dann gehe ich mit Aki zum Bahnhofsvorstand. Dann kann er dem Herrn so lange die Tatzen auf die Schulter legen, bis wir uns weiterfahren lassen. Naja, aber die Schuld liegt ja gar nicht bei den Schweizern. Mit den Italienern sollte man reden. Gibt's was Neues, Gordon? Ach, Horn redet sich den Mund fusselig, aber es sieht hoffnungslos aus. Vielleicht haben Sie wirklich recht. Außerdem erreicht deine Frau wahrscheinlich mehr als unser guter Horn. So, endlich, hat lange gedauert, aber jetzt habe ich Fisch und Wurstbrötchen zum Frühstück. Ich bringe die Tiger jetzt zu fressen. Ja, du, belegte Brötchen werden die nicht nehmen. Da müssen wir uns schon was anderes ausdenken. Gloria und ich wollen versuchen, mit den Italienern zu reden. 14 Tiger und 50 Pferde sind ja schließlich keine Kleinigkeit, verdammt nochmal. Exzellenz, jeder Tag, an dem wir nicht spielen, kostet mich 15.000 Mark. Das ist ein Schaden, der mir keine Versicherung ersetzt. Auf der anderen Seite stehen die Lohnforderungen von 100.000 italienischen Eisenbahnern. Möglich, dass eine rasche Einigung erzielt wird, aber genauso gut kann das noch tagelang dauern. Können Sie nicht auf die Straße ausweichen, Herr Kogler? Exzellenz, wir müssen durch den Simplon-Tunnel. Alles ist verladen. 3 Sonderzüge. Wo soll ich denn so schnell jetzt Tieflader und Zugmaschinen herbekommen, von den Kosten ganz abgesehen? Ja, was schlagen Sie also vor? Ich meine, was können wir für Sie tun? Vielleicht, dass unsere Regierung einen gewissen Druck auf die Italiener ausüben könnte und dass dann, wenn wir... Entschuldigen Sie, Herr Kogler, wenn ich Sie gleich unterbreche, aber mit Druck ausüben, das sagt sich so leicht. Sehen Sie, bei jeder Vergabe von internationalen Projekten erwarten die Interessenten, dass von oben her Druck auf das betreffende Land ausgeübt wird. Und das ist in den meisten Fällen nicht möglich. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll, leider oder Gott sei Dank. Tja, und nun liegen Sie mit Ihrem Zirkus fest. Natürlich, für Sie ist das ein harter Schlag, aber ich meine, Ihr Unternehmen oder Ihre Tiere sind doch nicht in einer akuten Notlage, oder? So leid es mir persönlich tut, Herr Kugler, aber ich glaube, ich fürchte, die Regierung wird in dieser Situation in ihrer Angelegenheit nichts unternehmen können. Vorläufig jedenfalls nicht. Erst wenn wir verreckt sind, wird die Sache für Sie interessant, was? Entschuldigen Sie bitte. Ich kann Sie sehr gut verstehen, Herr Kugler. Ja, verzeihen Sie bitte. Aber vielleicht, dass ich eine direkte Verbindung mit der Gewerkschaft versuchen könnte, dass, ich meine, dass Sie vielleicht eine Ausnahme machen. Herr Kogler, in diesem Land gibt es praktisch momentan keine Eisenbahn. Und nun erwarten Sie, dass wegen 3er Sonderzüge der ganze Eisenbahnbetrieb zwischen Schweizer Grenze und Neapel wieder aufgenommen werden soll. Ja, glauben Sie wirklich, dass das den guten Willen vorausgesetzt, rein organisatorisch überhaupt möglich ist? Ja, dann... Ja, es tut mir wirklich sehr leid, Herr Kogler. Schiebe. Na, dann komm mal raus. Danke, Bruderherz. Sehr sinnig. Das hätte sie doch auch billiger machen können, oder? Also, das finde ich nicht richtig. Aber, liebes Kind, ich musste doch stechen. Karl hat einen aufgelegten Durchmarsch in der Hand. Das sieht doch ein Blinder. Wenn ich die 10 nicht übernehme, ist er durch. Der Zirkus kann nicht weiter und ihr spielt Karten. Das finde ich nicht richtig. Aber, Nina, man kann doch gar nichts machen. Wenn einer helfen könnte, ich wäre der Erste und alle anderen auch. Aber... Die Tiere werden gar nichts zum Fressen haben. Aber sie haben ja zu fressen. Wenigstens heute. Und der Nachschub ist organisiert, hat Horn gesagt. Den Abstecher nach Genf hat auch der Teufel gesehen. Erst dieses flaue Geschäft und jetzt der Streik. Wir kommen schon nach Neapel. Ich habe schon mal so einen Streik erlebt in Italien. Das war eine Aufregung. Man hat das Gefühl gehabt, die Parteien, die hauen sich die Köpfe ein. Andern Tag, große Verbrüderung.
Los, du spielst aus. Und da hätten wir ein Bübchen. Das jüngste von allen. Gegen so eine beschissene Verteilung ist man auch machtlos. Das war geschoben Jungfrau und ich habe 32. Das macht nach Adam Riese 36 Miese. Sascha, hast du Pedro gesehen? Ich denke, der ist bei dir. Ich war bei Jenny. In 5 Minuten war ich in Abteil zurück. Beide Kinder waren drin. Biggie ist natürlich bei Tiger, aber Pedro ist völlig verschwunden. Kein Mensch weiß, wo er ist. Ihr müsst alle kommen, helfen, suchen. Kommt schnell, alle. Komm, komm, mach's doch nicht so spannend. Der wird sich irgendwo eine Limo kaufen oder einen Comicstrip oder... Sascha, dein Sohn ist verschwunden und du sitzt da und... Oh. Ja, ich komm ja schon. Entschuldigt bitte, ich bin gleich wieder da. Harry? Ja? Kannst du mir rasch helfen? Moment mal, was machst du da? Wo willst du mit deinen Würstchen? Ich dachte... Hast du die etwa gestohlen? War doch nicht für mich, es war für unsere Tiger. Ach, du bist vom Zirkus. Ein richtiger Zigeuner, also dann komm einmal mit. Lo devi credere che mi piace chiacchierare con le donne, soprattutto se sono belle o giovani. Ma come si comportano loro qui in ufficio da noi? È un po' troppo! Ma scusi, io abbiamo finalmente un bel sciopero, un po' di pace e poi queste scenate. Ma io... Sie wollen mich sprechen? Es hat leider etwas Ärger gegeben mit diesen Damen. Sie waren bei meinen italienischen Kollegen und wollten das jetzt... Es muss ja schließlich irgendetwas geschehen und ich dachte mir, wenn Sie es nicht schaffen... Wollen Sie mir bitte sagen, wie lange das hier noch so weitergehen soll? Wenn meine Tiere nicht endlich zur Ruhe kommen, dann meine Tiere ja bewegt werden. Können Sie mir vielleicht verraten, wie das hier möglich ist? Außerdem sagt man doch, dass mit Italienern grundsätzlich nur Frauen verhandeln sollen, nicht? Ich verstehe immer noch Bahnhof. Was? Da sind wir ja auch, leider, immer noch. Ja. Also, die Damen waren bei meinem italienischen Kollegen und wollten wohl erreichen, dass die Züge weiterfahren. Le dico una cosa, io ne ho visto di tutti i colori nella mia vita, ma loro hanno troppo temperamento e speriamo che questo benedetto sciopero finisca presto. Was meint ihr? Mein Kollege sagt, dass ihm das Temperament ihrer Damen etwas auf die Nerven gibt und er hofft, der Streik ist bald zu Ende, den Augenblick. Ja? Herr Horn? Ja, bitte. Einer ihrer Leute hat Fleisch gestohlen. Dann haben Sie gesagt, Zigeuner! Ja, ich habe gesagt, er hat gestohlen. Nicht ein Stück Brot, nicht ein Stückchen Wurst. Nein, ach Gottlets und 24 Schüblinge, das muss der Polizei gemeldet werden. Also, auch wenn der Bursch minderjährig ist. Verstehen Sie doch bitte, das Ganze war ein dummer Jungenstreich und weiter nichts. Ja, der arme Kleine hat gehört, dass die armen Tiger haben Hunger. Und ja, das kann jeder behaupten. Wahrscheinlich habt ihr ihn geschickt, damit er die ganze Sippschaft mit Fleisch... Also, Moment, ich habe dazu auch noch was zu sagen. Hast du das Fleisch gestohlen? Ja, für die Tiger. Aber du weißt, dass man das nicht darf? Ja. Na, dann muss zweierlei geschehen. Wir gehen zur Polizei und fragen, ob gegen unsere Familie Strafantrag gestellt werden muss. Wenn ja, dann haften die Eltern des Jungs. Beziehungsweise der Großvater. Zweitens, sollten wir jemals nach Neapel kommen, dann fragen wir Herrn Koglers, unser Direktor, ob er noch mit einer Familie arbeiten will, deren jüngstes Mitglied ein Rabe ist. Sind Sie einverstanden? Wenn es ein Stück Brot gewesen wäre oder ein Stückchen Wurst, aber gleich 8 Koteletts und 24 Schüpplinge. Also, gehen wir, ha?
Und was hat die Polizei gesagt? Na, da habt ihr aber auch Glück gehabt, sonst hätte ich euch im Kittchen besucht. Ich kenne mich da ja aus. Fein, Francis. Und wann geht's weiter? Schön, meldet euch, wenn ihr angekommen seid. Ja, ich bestell's Tino. Er schläft wie ein Murmeltier. Auf bald. Das muss ja ganz schön turbulent gewesen sein an der Grenze. Pedro hat Fleisch gestohlen für die Tiger und... Die Tiger hatten gerade ihren Diättag, wie? Carlo hat die Situation gerettet, er ist freiwillig zur Polizei gegangen. Die Sache ist erledigt. In einer Stunde können die Züge weiter, der Streik ist beigelegt. So. Francis ist richtig aufgeregt, sie lernt zum ersten Mal ihre Schwiegereltern kennen. Aua, haben Sie schon mal Schwiegereltern gehabt? Nee, Sie? Auch nicht. Ich bin auch nicht unbedingt scharf drauf. Mal eine ganz andere Frage. Ja. Glauben Sie, dass ich irgendwann mal wieder einen neuen Partner finde? Ich meine, für den Zirkus? Warum nicht? Ich glaube, ich kenne Sie inzwischen so gut, um zu wissen, dass Sie nichts gegen direkte Fragen haben. Richtig. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie mein Partner werden? Auf eine so direkte Frage eine ebenso direkte Antwort. Nein. Schade, und warum nicht? Und der Zirkus hat mir immer alles bedeutet, bis dann die Sache mit der Hand passierte. Ich habe es beim Zirkus immer wieder probiert. Bärendompteur, Tierinspektor, das war alles nicht. Ich habe die Nase voll vom Zirkus. Und wie geht es weiter bei Ihnen? Oh, ich habe ein sehr gutes Angebot, nächsten Monat nach Athen. Ein Film mit vielen Unterwasseraufnahmen. Ich soll den Hauptdarsteller dubeln. Dubeln? Mischa, dubeln heißt, Sie sollen jemand anders sein. Wollen Sie nicht endlich wieder Sie selbst sein? Oh, das klingt ja wie ein Zitat. Aber haben Sie keine Sorge, ich bin trotzdem mich selbst. Sie haben mir sehr geholfen. Ich wünschte, ich könnte Ihnen auch irgendwann mal helfen. Das klingt wie ein Trinkspruch. Wollen wir nicht im Keller nachsehen, ob noch eine gute Pulle da ist? Wein. Einverstanden. Also. Hey, Francis, warum willst du nicht in Wasser kommen? Aber Rodolfo, wenn wir noch zu deinen Eltern wollen, wird's zu spät. Na, Francis, was sagst du? Ach, wunderschön. Ja, aber zu viele Touristen. Und jetzt musst du noch sehen, Blaue Grotte. Rodolfo, weißt du, wie spät es ist? Ja, ich weiß. Aber wenn man ist auf Capri, man muss auch sehen, Blaue Grotte. So, und jetzt noch ein Gläschen Wein. Sag mal, willst du eigentlich nicht nach Hause? Ja, aber Francis... Oder genierst du dich vielleicht mit mir? Wie kannst du so etwas sagen? Also, gehen wir. Und kein Wein? Ach doch, aber nicht hier. Ich denke, den trinken wir bei deinen Eltern, glaubst du nicht? Weißt du, was Papa uns wird servieren? Essig. Und siehst du, Francis, hier von diesem Baum habe ich Seil gespannt bis da und habe versucht zu balancieren. Da war ich 5 Jahre alt. Und einmal bin ich heruntergefallen und habe Arm gebrochen. Und da ist Papa gekommen und hat mir außerdem Hintern verhaut. Ein richtiger Rabenvater. Und deine Mutter? Mama hat immer nur geweint. Auch damals, als ich sagte, dass ich Artist werden will. Papa hat gebrüllt 3 Tage lang. Mama hat geweint. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich deiner Mama ein großes Paket Taschentücher mitgebracht. Denn ich wette, wenn dich sieht, weint. Das wäre nicht schlimm, aber wenn Papa mich sieht. Papa wird brüllen. Und wenn Papa brüllt, oh... Na, das ist doch ganz einfach. Dann brüllen wir 2 ihm zurück. Also. Was ist denn das? Signor Rodolfo, che piacere, ma che piacere vedervi qui, che da tanti anni che non vi vedo. Gesù, mamma, ma questa è una sorpresa bellissima, ma come state? Benissimo, benissimo. Voi non dimenticate la vostra vecchia casa. Ma signora Rosanna... Adesso chiamo i miei figli. Momento. Fausto, Augusto, Dante, presto, c'è la signora col signor Rodolfo qui. Bevete un goccino con noi? Sì? No, grazie, signora Rosanna, andiamo di fretta. Ma ditemi, i miei genitori non abitano più qui? Ma come, non lo sapete? No. Sono 2 settimane che hanno cambiato casa, stanno a casa nuova. Was sagt sie? Meine Eltern sind umgezogen vor 2 Wochen, irgendein Neubau. Und das haben sie uns nicht geschrieben? Papa hat mir noch nie geschrieben. Rodolfo! Ciao! 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 Ciao
papà e mamma, dove sono ad abitare adesso? Non lo sapete? Rodolfo, aspetta, se non sbaglio, stanno in via Gerdetta. Oh. No, 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 mamma, che stai dicendo in via Torino? No, a me mi sembra via Minelli. Allora andiamo da Renzo che conosce questa via. Va bene. Arrivederci, vado a far da mangiare. Wo laufen die denn hin? Sie fragen Renzo, wo Papa jetzt wohnt. Renzo ist Friseur und weiß alles. Fertig. Los jetzt. Hier, Sascha, dein Kaffee. Na, was ist? Nun komm, Pedro. So, Pedro, und jetzt musst du allein weitergehen. Komm bitte mit. Pedro, der Direktor hat gesagt, er möchte dich sprechen, und zwar dich ganz allein, also? Oh, komm. Herein. Ja, Pedro? Ich sollte doch kommen. Ach so, ja. Pedro Doria, Herr Direktor. Ach so, ja. Bitte, Pedro. Pedro, komm mal ein bisschen näher. Was höre ich da? Du hattest an der Grenze Schwierigkeiten mit der Polizei? Ja. Und warum? Weil das Fleisch so sauer auf mich war. Und mit Recht, du hast gestohlen. Ich habe ja nicht für mich geklaut, ich habe für die Tiger geklaut. Sie hätten ja mal hören müssen, wie die gebrüllt haben vor Hunger. Seit wann interessierst du dich für die Tiger? Ich denke, das macht deine Schwester. Na ja, sie ist aber zu feige, um Wurst zu klauen, ja. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Was glaubst du eigentlich, was das für einen Eindruck macht, wenn die Leute vom Zirkus einkaufen, ohne zu bezahlen? Schmeißen sie mich jetzt raus? Was? Ob sie mich jetzt rausschmeißen? Das hatte ich eigentlich nicht vor. Ich wollte von dir nur mal hören, ob es dir leid tut, was du da gemacht hast. Ja. Na schön. Dann will ich dir noch mal was sagen. War natürlich sehr traurig, als ich hörte, was du da gemacht hast, dass du gestohlen hast. Aber auf der anderen Seite habe ich mich natürlich gefreut, dass du für die Tiere Futter besorgen wolltest. Jetzt musst du nur noch lernen, wie man es richtig macht. Und wenn du Lust hast, dann kannst du morgen mit Ruschnick einkaufen gehen. Ja? Du suchst all das Fleisch aus, was dir gefällt, und Ruschnick muss dann bezahlen. Ja? Bist du? Na? Nun, Pedro. Weißt du, was er gesagt hat? Ne? Ich darf morgen gleich Fleisch kaufen, so viel ich will. Das muss ich gleich Piggy erzählen. Sagen Sie ihm vielen Dank. Mach schön sauber, ich hole inzwischen Wasser. Piggy! Lass mich, hab jetzt keine Zeit! Halt, was ist denn los? Wohin? Kommen Sie mich noch bitte hinabholen, ich noch 2 Minuten. Na los, aber bleib mir von den Käfigen weg! Du, ich mag ihn frei! Weißt du, was er gesagt hat? Hoffentlich hat er dir richtig die Meinung gesagt. Er hat das große Glas und hat mir erlaubt, dass ich morgen mit Ruschnick Fleisch für die Tiger kaufen darf. Das ist nicht wahr. Kannst du ja selber fragen. Das ist gemein, richtig gemein! Was verstehst du schon von Tigern? Die Pedro! Komm! Wie oft habe ich euch gesagt, ich soll nicht zum Tiger gehen, wa? Los! Herr Bruns, ich habe Sie gebeten. 5-mal, 20-mal. Lassen Sie Kinder nicht am Käfig. Tiger sind gefährlich. Tiger sind 100-mal lieb und 1-mal böse. Aber liebe Frau Doria, niemand kommt an die Käfige, ohne dass ich es weiß. Warum gönnen Sie Ihrer Tochter nicht den Spaß? Sie ist vernünftig und außerdem hält sie genügend Abstand. Wissen Sie nicht damals, wie sie hat gestreichelt, Aki, ja? Kannst du nicht mit Seehund spielen oder Affe? Tiger ist gefährlich. Aber lange nicht so gefährlich wie den Trapezmann, sagt Carlo immer. Nun komm. Permesso, permesso. Mi dite a fare. Un momento, per favore, sono del giro. Francesca, heute Abend kommen ein Signor Rosanna und für mich holen 22 großen Tag. Sie sagt 22? Ja, 22, 22, tutto in ordine. Gehören die alle zu ihrer Familie? Nein, das sind nur Nachbarn. Wenn es bei ihrer Familie kommt, dann müssen sie mal Bescheid geben, gell? Mehr wie 50 Karten können sie auch nicht haben. Keine Angst, Familie wird nicht kommen. Ciao. Ach, Rodolfo.
Na, wie war's? Haben sich Ihre Eltern gefreut? Wir haben sie gar nicht getroffen. Sie sind verzogen und die Nachbarn wissen nicht, wohin. Das dürfte doch kein Problem sein. Wie heißen Ihre Eltern? Das lässt sich doch rausfinden. Danke, danke, das eilt nicht. Die Nachbarn werden für mich Adresse finden. Rodolfo hat nämlich Angst vor seinem Vater. Der brüllt immer, wenn er seinen Sohn sieht. Due biglietti, signorina. Per domani? Sì, per domani. Mille? Na, Vito? Wie geht's an unserem Star? Sie meinen wohl Nina. Was? Ach, ich glaube, am Ende bist eifersüchtig auf die Bärschette, oder? Du gibst doch selber Autogramme. Es geht doch nicht um die paar Autogramme, aber ich finde, Nina steigt der Erfolg allmählich in den Kopf. Was hast du da eben gesagt? Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das Mädchen ist doch so bescheiden. Du hast dich geärgert, dass sie so umschwärmt werden, ne? Na, gib's doch zu. Und dass er Erfolg hat in der Manege, das muss dich doch geradezu freuen. Ne? Stell dir mal vor, sie hat keinen Erfolg. Warum, das geht's doch gar nicht. Ich frage mich dauernd, was wird, wenn diese Tournee mal zu Ende ist? Na, dort überbrachst du dir doch keine Sorge zu machen. Das macht der alte Jakobs. Und ich habe mindestens 5 großartige Angebote für sie. Ich wollte gerade mit ihr sprechen. Ne? Bitte, bitte. Lassen Sie sich nur nicht aufhalten. Jetzt hör doch mal zu, Menschenskind. Wenn dir das nicht passt, dass die Nina auftritt. Na klar. Da musste sie halt bitte 3 Fahrt zu werden. Und ihr kostet immer den Nagel sein. Wenn sie das macht, ist gut. Hm? Macht sie es aber nicht. Oder willst du sie nicht heiraten? Oder will sie dich nicht heiraten? Tja, da musst du halt mit abfinden, dass sie weiter auftritt. Oder hast du vielleicht Angst, dass ihr Name eines Tages Gräser auf dem Plakat gedruckt ist wie deiner? Herr Jakobsen! Ach, Ninaschen! Ich habe nicht gewusst, dass Sie hier sind. Ja, nein, heute kein Gruß bei dem Gemälde. Wie geht es da? Ja, Neapel ist so wunderschön. Ja, ne? Besonders das Publikum da. Aber Vico, warte, ich weiß jetzt, wo wir essen gehen können. Was hat er denn? Oh, schlechte Laune hat jeder mal. Ich gucke drüber, bis ich mit Zug. Gehst du mit? Nein, ich will. Ach, der läuft da bestimmt nicht weg. Nina, ich muss jetzt was ganz Wichtiges mit dir besprechen. Komm. Ja. Na, wer seid ihr dann, hä? Sind Söhnchen von der Nakasumi. Söhnchen von Nakasumi? Ja. Ah, so. Ah. Na, zeig doch mal, du Чому ти тут лекарха? Паніко, перебіян! Ja, ich habe noch Licht gesehen. Da wollte ich mal fragen, haben Sie eine Nachricht aus dem Krankenhaus? Ja, es geht hier den Umständen entsprechend recht gut, aber niemand weiß wann und ob sie wieder arbeiten kann. Ist aber nett von Ihnen, dass Sie sich erkundigen kann. Ich werde nur den Gedanken nicht los, was passiert wäre, wenn diese Panne mit dem Scheinwerfer während unserer Nummer gewesen wäre. Dann wäre gar nichts passiert, Carlo. Denn Ihre Kinder haben ihre Nerven gehabt. Meine Nerven? Nee, also ich reg mich doch über jeden kleinen Dreck auf. Aber wäre ja noch schöner, wenn wir uns nicht mehr aufregen würden in unserem Beruf. Was glauben Sie, Carlo, warum ich hier sitze, mitten in der Nacht? Nur, damit ich mich wieder aufregen kann über Verträge, Dispositionen. Und morgen kommt Jakobsen, da werde ich mich wieder aufregen. Und da wird wieder mein Elefant krank. Und so geht das weiter, Carlo, bis wir beide 100 Jahre alt sind. Sie und ich. Und wollen Sie mir dann sagen, dass Sie es gerne anders gehabt hätten? Hm? Und jetzt will ich Ihnen mal was sagen, Carlo. Dieser ganze Dreck
kann hier liegen bleiben bis morgen früh. Und ich sehe mal nach, was das Fräulein Kramer für uns im Eisschrank hinterlassen hat. Wenn Sie einverstanden sind. Na also. Und ich bitte Sie um Entschuldigung, dass ich Sie hier so einfach zum Schnaps einlade, wie irgendein dämlicher Direktor seinen Angestellten, wenn er jovial sein will. Aber schließlich passiert es ja nicht so oft, dass hier mitten in der Nacht jemand anklopft, der mir sympathisch ist. Ich weiß nicht, Rodolfo. Das Oh, so ist wunderbar, Mama. Ja, das so ist gut, ja, nicht? Nein, das ist zu viel. Nein, das ist ganz fantastisch. Das ist gut für dich. Das wird gut. Na, sehr schön. Wirklich, mach das, Lona. Das sieht gut aus. Was ist denn hier los? Karneval? Sascha, was? Sascha! Weißt du, was passiert? Ich habe keine Ahnung, aber wie ich euch kenne, werdet ihr mir sicherlich sofort die ganze Geschichte weit und breit und... Stell dir vor, ich stell dir vor! Bitte, bitte nicht alle auf einmal! Was war los? Was war los? Ich stehe in der Küche, mach Haushalt, plötzlich klopft, wer steht da? Das Christkind. Bitte mach keinen Witz. Steht da, ein Mann spricht Italienisch. Ja, das soll vorkommen. Und dann hat er auf Italienisch gesagt, du sollst dir das Gesicht verschmieren. Ach, jetzt hör doch endlich mal zu, Sascha. Also, sprich Italienisch, ich sage, Moment, wir haben Italiener in Familie, hole Rodolfo, der versteht alles. Was glaubst du, was der gewollt hat? Freikarten. Ma Sascha, siamo a Napoli, die Leute betteln nicht, das sagt man doch so. Aber jetzt halt ich fest, was wer dieser Mann war. Dieser Mann war Eugenio Carlotti. Aha. Und jetzt müsste ich wissen, wer ist Mr. Carlotti? Eugenio Carlotti ist ein wunderbarer Regisseur, ein Produzent, ein Star, ein Genie. Er macht große, große Filme, Sascha. Was? Ja, und dieser Mann dreht einen Film in Neapel und er sucht eine Frau für eine wichtige Rolle. Und gestern, er war im Circo, ha visto una, poi... Und da hat er Lola gesehen, hat gesagt, die oder keine. Ja, weißt du nicht, wir werden viel Geld verdienen. Du erzählst mir doch keinen Quatsch, das klingt ja wie in einem Schundroman. Jeder Film ist ein großes finanzielles Risiko und jede Rolle ist dabei wichtig, da nimmt man sich nicht einfach jemand von... Hast du denn auch nie gehört, dass ich zum Beispiel auch De Sica seine Leute von der Straße geholt habe? Und außerdem hat er gar nicht engagiert, Lona, will machen mit dir einen Test. Test? Ja. Was für ein Test? Oh, sei doch nicht so schwer vom Begriff Probeaufnahmen. Morgen früh? Ja, und ich habe gesagt, ich gehe nicht allein, du kommst mit. Ich? Ja, oder willst du nicht sehen, wie sich deine Frau... Wie du dich vor der Kamera lächerlich machst? Nein, schönen Dank, das möchte ich allerdings nicht sehen. Massage, perché no? Nur vormittags, 2-3 Stunden. Und vielleicht, er nimmt gar nicht Lona, vielleicht ist er zu wenig Talent. Was? Vielleicht ist es aber auch der Anfang einer großen Karriere. Auf jeden Fall ist das ein riesengroßes Affentheater. Und jetzt mach gefälligst diese Wimpern ab, sonst kriege ich noch Zustände. Dasselbe wie bei Vico und Nina. Kaum macht die Frau Karriere, ist der Mann beleidigt. Hab keine Angst, ich mache nicht Karriere. Ich gehe nicht morgen. Oh ja, du wirst gehen morgen und Francis und ich, wir werden gehen mit. Dieser Wind macht ganze schöne Frisur kaputt. Ach komm, du bist immer noch schön genug. Rodolfo. Buongiorno, scusate, ho tanto di quel lavoro. Vittorio, il mio operatore. Buongiorno. Piacere. Buongiorno. Piacere. Siediti. Rodolfo. Di alla signorina che noi facciamo un film realista. Lei è troppo elegante. Signor Carlotti... Dottor Carlotti. Dottor Carlotti meint, macht einen realistischen Film. Sì, sì. Und du bist viel zu elegant. Ferma così. Via. Bravo. Bravo, bravo. Benissimo. Adesso faccio un po' la spontanea, così. Sì, così. Ferma. Sorride, sorride a me. Via, via. Bravissima. Ninas Idee oder deine? Ich habe was von Papagalli gehört. Nina scheint das einzige interessante Mädchen in ganz Neapel zu sein. Schickst du denn die Herren nicht einfach zum Teufel? Hey, du,
duldest ja auch, dass deine Lona Aufnahmen mit diesem Spaghetti macht. Mit Verbieten erreichst du gar nichts. Außerdem ist dieser Carotti nicht irgendein Spaghetti, sondern ein bekannter Regisseur. Man sieht direkt, wie sehr du dich freust. Was ist denn eigentlich los? Wir haben doch ein Training angesetzt. Ach ja? Ach, lass die dummen Bemerkungen. Ich will wissen, was los ist. Musst du hier unbedingt zusehen, wenn Nina Pressefotos macht? Nein, nicht unbedingt, da hast du recht. Zum Trainieren fehlt uns leider eine Partnerin. Also komm, das geht nicht. Saschas Frau geht nämlich zum Film. Ja. Übergeschnappt? Nein, leider sind ich nicht aber Lona. Unser Milieu hier ist dir nicht mehr attraktiv genug. Signore, facciamo un film con il grande regista Emilio Carlotti. Il grande Carlotti? Sì, e noi speriamo che la mia... Aber ich kann doch nicht so gehen. So ist doch mal. Nur der Schmuck muss runter. Komm. Facciamo un film realista. Ohne Schuhe. Ich kann doch nicht ohne Schuhe laufen. Dieser Schmuck macht doch nichts. Komm. Na, was sagt ihr? Wir sind fertig. Ehi, guarda, eccola. Ah, sì, così va meglio. Rodolfo, spiega la scena alla signorina. Va bene. Lona, pass auf. Du kommst ans Haus. Suchst einen Mann. Hier. Ist nicht da. Du läufst da. Ganz schnell, schnell. Ist hier auch. Dann du läufst da oben. Hier ist er auch. Du willst gehen nach Hause und da kommt er mit einer anderen Frau. Du willst gehen hin, machen große Szene. Und dann? Ja, und dann. Carlotti wird sehen, was macht. Hast du verstanden? Ja, ja, wird's schon machen. Siamo pronti. Siamo pronti? Vittorio, prendi la macchina. Bene. Rodolfo, troppa gente, troppi bambini, via i bambini. Signorina, venga lei, venga. Lei della scena sa tutto? Sì, andiamo, sì. Vada, vada. Sei pronto? Vittorio, siamo pronti? Pronti. Silenzio! Bambini, fate passare! Signorina, attenzione! Vittorio, motore, azione! Stop, stop, Rodolfo! Non va, non ha temperamento, non va! War sehr schön, Lona, aber muss haben ein bisschen mehr Temperament. Schneller, schneller, los, nochmal! Attenzione, giriamo ancora, vieni, vieni! Grazie, grazie. Sì, non c'è male, ma lei è un po' freddina. War schon viel besser, Lona. Aber vielleicht noch eine. Noch schneller, noch schneller. Komm! Na schön, das wäre ja dann wohl ausgestanden. Was? Hast du mir endlich die Nase voll? Es war herrlich. Was? Carlotti ist ein großer Künstler. Jetzt weiß ich auch, warum die Italiener so gute Filme machen. Rodolfo, Francis, sag mir jetzt endlich, was hier gespielt wird. Was hat er mit Lona gemacht? Na, Probeaufnahme, das hast du doch gewusst. Hast du vielleicht gesehen, wie sie aussieht? Hey, Carlotti ist ein schwieriger Mann. Er hat das Letzte verlangt von Lona. Ja. Was hat er? Er hat Lona gejagt, die Straße hinauf, hinunter, drei, quattro, cinque Volte. Aber gespielt hat sie wunderbar, ja. Sascha, wunderbar. Er hat ihr also die Rolle gegeben. Er muss natürlich erst die Muster abwarten. Was soll das heißen? Er muss den Film entwickeln und anschauen und erst dann kann er entscheiden, ob er sie nimmt. Ob er sie nimmt? Ah, eins kann ich euch jedenfalls jetzt schon sagen, er wird sie nicht nehmen. Dieses Affentheater ist zu Ende, hast du mich verstanden? Sag dir den Blödsinn aus dem Kopf. Sascha, du bist eifersüchtig. Ich bin nicht eifersüchtig. Muss doch gar nicht sein. Carlotti ist ein großartiger Regisseur, aber als Mann. Für mich gibt es nur einen Mann.
aber ich will sehen, wie der Film geworden ist. Und darum muss ich morgen früh in die Stadt und ihn mir ansehen. Weißt du eigentlich, dass der ganze Zirkus über dich lacht? Möglich, aber ich lache über dich, ein Mann, der so wenig Vertrauen hat. Also schön, aber eins könnt ihr dem Herrn wenigstens morgen sagen, dass... Wir können diesem Herrn morgen gar nichts sagen. Wir wissen jetzt, wo Rodolfos Eltern wohnen und morgen Vormittag gehen wir hin. Dino, sono qua. Sono qua, Dino. Ti prego, sii gentile almeno per oggi. Ti prego, promettimilo. Sì, te lo prometto. Oh, aspetta che vengo subito. Rodolfo! Papà! Papà, sono così contenta di vederti. Hai bella cera, papà? E questa è mia moglie, Francis. Francis. Francesca, naturalmente. Con Francesca sa papà guten Tag. E non parla neanche l'italiano. Sì, parlo italiano, ma non bene. Buongiorno, signor Vinetti. Probabilmente lei sa che io sono sempre stato contrario che Rodolfo andasse al circo. Ob du weißt, dass er immer dagegen war, dass ich zum Zirkus gehe. Sì, signor Vinetti, Rodolfo ha parlato. E malgrado questo, lei viene a casa nostra. Ma non era meglio che lei consigliasse a Rodolfo di fare un altro mestiere? Non il circo, 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 sto benedetto circo! La nostra famiglia è sempre stata una famiglia stimata a Napoli. Mio padre era magistrato, io sono magistrato come lo era mio padre. E Rodolfo che fa se ne va al circo? Oh, Tino, ti prego, ma mi avevi detto di non dire niente, ma guardali, poverini, Tino! Tino? Heißt dein Vater auch Tino? Ja, natürlich. Warum hast du mir denn das nie gesagt? Warum sollte ich? Er wollte ja nie was von mir wissen, seit ich von zu Hause weg bin. Und trotzdem hast du darauf bestanden, dass unser Junge Tino heißt? Ja. Signore, unser Bambino heißt auch Tino. Tino, verstehen Sie? Wollen Sie wissen, wie er aussieht? Hier, das ist Tino, als er 3 Wochen alt war. Und hier ist er an seinem ersten Geburtstag. Und jetzt ist er mit unserem Hund. No, che meraviglia. Und so sieht er heute aus. Che bello, ma... Tino! Würdest du also deine Karriere mir zuliebe aufgeben? Und dann den ganzen Tag gar nichts anderes machen, als deine Socken zu stopfen und dich zu bewundern? Den letzten Satz hättest du dir sparen können. Aber ich kenne dich doch. Und meine Karriere werde ich immer aufgeben, wenn sie mich hindern würde, bei dir zu sein. Ich muss aber nicht. Der Jakobs hat gesagt, das ist ganz einfach, mich unterzubringen, da wo die Dorias sind. Also, wir können zusammenbleiben, ohne dass ich meine Karriere aufgebe. Das heißt, du willst also nicht? Nein, meine Arbeit macht mir nämlich Spaß, verstehst du? Außerdem erinnert mich auch meinen Papa. Na schön, das wollte ich nur mal wissen. Morgen, eine Woche. Wie lange dauert das dann? Nicht sehr lange, 10, 12 Tage. Ach, fabelhaft. Wie stellst du dir unser Training vor? Wer kümmert sich um die Kinder? Ich werde Francis fragen, wenn du dich willst. Du, und weißt du, was die mir bezahlen werden? 60.000 Lire jeden Tag. Und ich spiele die Frau von einem Mechaniker, die immer ganz dreckig herumläuft. Aber du kannst doch gar nicht Italienisch. Das macht doch nichts. Ich spreche Spanisch und nachher macht italienische Stimme drauf. Du, ich weiß schon, was ich mit dem Geld machen werde. Sag mal, bist du eigentlich ganz sicher, dass du den Film wirklich machst? Schließlich natürlich, ich habe doch Vertrag in der Tasche. Willst du sehen? Du hast unterschrieben? Ja. Sascha, was ist? Gesehen haben. Er wirst du deinem Papa wahrscheinlich ein lebenslängliches Abonnement spendieren müssen. Ja, und heute Abend nach Vorstellung gibt es große Einladungen. Francis, wir kochen und du, Luna, kannst helfen und Sascha und ich, wir gehen Wein kaufen und dann... Bevor du weitere Pläne machst, frag erst mal Luna, ob sie überhaupt Zeit hat. Was heißt das? Ja, es könnte so sein, dass sie ihre neue Rolle lernen muss. Vielleicht hat sie auch eine Verabredung mit Eugenio Carlotti, Sascha, dem großen Meister. Du weißt doch ganz genau, dass das nicht wahr ist. Verstehe ich recht, ihr redet immer noch über die alberne Filmerei? Ich möchte mal sehen, wie du reagiert hättest, wenn deine Frau dir ganz lässig mitteilt, sie hat einen Filmvertrag unterschrieben, ohne dich überhaupt zu fragen. Das will ich dir sagen, mein Junge, da hätte ich ihr
Da hätte ich. Na, was hättest du? Wenn ich gewusst hätte, dass ich mache Verbrechen, dann hätte ich. Hätte. Ihr seid dran, macht, dass ihr rauskommt. Da reden wir später drüber. Nina. Nina. Ja? Du, ich hab vorhin in den Spiegel geguckt. Weißt du, was ich gesehen habe? Nein. Ein riesiges Kamel. Signore e signori, adesso ich finde, das Kamel sind ganz wunderschön. La Victorias! Streit gehabt, höre ich? Streit ist gut. Lohner hat für eine kleine Rolle beim Film Vertrag gemacht, ohne Sascha was davon zu sagen. Natürlich ist er sauer. Und was werden Sie jetzt tun? Ich? Natürlich nichts. Das sollen die alleine ausmachen. Das sind ja erwachsene Menschen. Und so geht das weiter, bis wir 100 Jahre alt sind. Stimmt's? Ja. Sagen, was wir machen sollen. Wie getan? Ja, ich bin schlecht gefallen. Ich mach noch mal. Signore e signori, Lona Doria fortunatamente non è ferita. E riproverà ancora una volta il suo salto. Lona Doria! Lona, komm, nun sag mal, was war los? Wie ist denn das passiert? Ich hab doch gesagt, ich hab nicht aufgepasst. Aber das gibt's doch gar nicht. Ich meine, bist du zu spät gesprungen oder was war? Ich hab dich kommen sehen, ich hab dich schon gehabt und dann bist du... Wir werden morgen trainieren, wir werden sehen, was war. Ja, morgen, da gehst du zu diesem... Ich werde bitten, dass er nimmt Vertrag zurück.
Und willst du etwas wissen? Carlotti ist kein interessanter Mann. Der ganze Film ist nicht interessant. Interessant war nur, dass du so böse warst. Und deswegen wollte ich Film machen. Nina, bist du fertig? Natürlich, aber ich muss noch die Haare machen. Aber warum denn? Haare sind doch wunderschön. Mach schnell Francis und Rodolfo warten mit dem Essen. Ja, mach ich. Mamma, mamma, guarda, questa è la mia casa. Oh, oh che bello! Avanti, avanti, oh, prego, grazie. Prego. Vieni, vieni, come dici qua. Vieni, vieni. Grazie, papà. Scusate qua, che grazie. Sto scherzando. Ma almeno, come con te, questo è normale. Ja, wenn jetzt wieder besser wird. Rodolfo, ihr beide beide. Scusa, per favore. Beide. Er guckt ja schon wieder so, als ob er jeden Moment brüllen möchte. Papa ist böse, weil unser Beruf ist so gefährlich. Wenn ich Beamter geworden wäre. Und im Magistrat arbeiten würde. Ja, dann wäre alles da. Ja, und wo ist der Sitz dieser Gewerkschaft? In Rom. Ich habe für den nächsten Flug 3 Plätze reservieren lassen. Oh nein, bitte nicht schon wieder. Sie haben ja gar keine Vorstellung, was das heißt. Ein Zirkus ist unterwegs. Wir sind 380 Leute und unsere 420 Tiere brauchen pro Tag 30 Zentner Hafer, 100 Zentner Heu und 200 Zentner Stroh, 240 Kilogramm Fleisch für die Raubtiere und so weiter und so weiter. Wollen Sie mir bitte sagen, wo ich das hernehmen soll? Es tut mir schrecklich leid, Herr Horn, aber warum schreien Sie mich so an? Das sind doch die italienischen Kollegen, die streiken. Streik, Streik! Was heißt hier Streik? Dann muss eben eine Ausnahme gemacht werden. Wenden Sie sich an die Behörden, an die Regierung, an das Ministerium. Also zunächst einmal habe ich die Kantonalpolizei benachrichtigt. Wir werden alles tun, um eine Katastrophe zu verhindern. Sie müssen uns nur eine genaue Aufstellung der Dinge geben, die Sie für Ihre Tiere brauchen. Ja bitte, das können Sie haben. Fahren Sie bloß nicht vom Stuhl. Wir fallen hier nicht so oft im Stuhl, mein Herr. Freut mich, dass Sie wenigstens Ihren Humor behalten. Und was wird mit unserem Premierentermin in Neapel? Können Sie uns das vielleicht verraten? Das dürfte ein Fall für Ihre Versicherung sein.
höhere Gewalt. Vielen Dank. Und jetzt brauche ich noch ein paar hundert Kilo Fleisch. Wir bitte? Aber auf Tiger sind Sie wohl nicht eingerichtet, was? Ja, sind Sie nicht gut bedient? Oh doch, danke, ich bin völlig bedient. 4,20 Franken, bitte. Ich möchte bitte 2 Liter Milch und 8 Paar Würstchen. Mit Senf! Es tut mir leid, aber Würstchen sind ausverkauft. Ich habe noch nie so viel Würstchen verkauft wie heute. Möchten Sie Kuchen? Kinder, wollt ihr Kuchen? Doch nicht schon wieder Kuchen. Ich kann keine Geburtstagstorte mehr sehen. Wollt ihr Wurstbrötchen oder Fischbrötchen? Ja, Fischbrötchen. Also 5 Wurstbrötchen und 5 Fischbrötchen, bitte. Wenn das noch lange so weitergeht, dann gehe ich mit Aki zum Bahnhofsvorstand. Dann kann er dem Herrn so lange die Tatzen auf die Schulter legen, bis wir uns weiterfahren lassen. Naja, aber die Schuld liegt ja gar nicht bei den Schweizern. Mit den Italienern sollte man reden. Gibt's was Neues, Gordon? Ach, Horn redet sich den Mund fusselig, aber es sieht hoffnungslos aus. Vielleicht haben Sie wirklich recht. Außerdem erreicht deine Frau wahrscheinlich mehr als unser guter Horn. So, endlich, hat lange gedauert, aber jetzt habe ich Fisch und Wurstbrötchen zum Frühstück. Ich will die Tiger jetzt zu fressen. Ja, die belegte Brötchen werden die nicht nehmen. Da müssen wir uns schon was anderes ausdenken. Gloria und ich wollen versuchen, mit den Italienern zu reden. 14 Tiger und 50 Pferde sind ja schließlich keine Kleinigkeit, verdammt nochmal. Exzellenz, jeder Tag, an dem wir nicht spielen, kostet mich 15.000 Mark. Das ist ein Schaden, der mir keine Versicherung ersetzt. Auf der anderen Seite stehen die Lohnforderungen von 100.000 italienischen Eisenbahnern. Möglich, dass eine rasche Einigung erzielt wird, aber genauso gut kann das noch tagelang dauern. Können Sie nicht auf die Straße ausweichen, Herr Kogler? Exzellenz, wir müssen durch den Simplon-Tunnel. Alles ist verladen. 3 Sonderzüge. Wo soll ich denn so schnell jetzt Tieflader und Zugmaschine herbekommen von den Kosten? Ich bin ganz weich gefallen. Lola, Lola, komm. Nun sag mal, was war los? Wie ist denn das passiert? Ich hab doch gesagt, ich hab nicht aufgepasst. Aber das gibt's doch gar nicht. Ich meine, bist du zu spät gesprungen oder was war? Ich hab dich kommen sehen, ich hab dich schon gehabt und dann bist du... Sie werden morgen trainieren, wir werden sehen, was war. Ja, morgen, da gehst du zu diesem... Ja, ich werde bitten, dass er nimmt Vertrag zurück. Und willst du etwas wissen? Carlotti ist kein interessanter Mann. Der ganze Film ist nicht interessant. Interessant war nur, dass du so böse warst und deswegen wollte ich Film machen. Nina, bist du fertig? Natürlich, aber ich muss noch die Haare machen. Aber warum denn? Haare sind doch wunderschön. Mach schnell Francis und Rodolfo warten mit dem Essen. Ja, mach ich. Mamma, mamma, guarda, questa è la mia casa. Oh, oh che bello. Avanti, avanti, oh, prego. Prego. Vieni, vieni, come di tutto. Vieni, da questa parte. Guarda qua, che stai facendo. Di questo come il mio figlio, di questo. Rodolfo, beide bei. Scusa, per favore. Beide. Er guckt ja schon wieder so, als ob er jeden Moment brüllen möchte. Papa ist böse, weil unser Beruf ist so gefährlich. Wenn ich Beamter geworden wäre. Und im Magistrat arbeiten würde. Ja, dann wäre alles da. We'll be right back.
Kommissarin? Ja, nein, Karl wird schon sagen, was wir machen sollen. Wie getan? Ja, ich bin schlecht gefallen. Ich mach noch mal. Signore e signori, Lona Doria fortunatamente non è ferita. E riproverà ancora una volta il suo salto. Lona Doria! Lona, Lona, komm, nun sag mal, was war los? Wie ist denn das passiert? Ich hab doch gesagt, ich hab nicht aufgepasst. Aber das gibt's doch gar nicht. Ich meine, bist du zu spät gesprungen oder was war? Ich hab dich kommen sehen, ich hab dich schon gehabt und dann bist du Sie werden morgen trainieren, wir werden sehen, was war Quatsch. Ja, morgen, da gehst du zu diesem... Na, ich werde bitten, dass er nimmt Vertrag zurück. Und willst du etwas wissen? Carlotti ist kein interessanter Mann. Der ganze Film ist nicht interessant. Interessant war nur, dass du so böse warst. Und deswegen wollte ich Film machen. Nina, bist du fertig? Natürlich, aber ich muss noch die Haare machen. Aber warum denn? Haare sind doch wunderschön. Mach schnell Francis und Rodolfo warten mit dem Essen. Ja, mach ich. Mamma, mamma, guarda, questa è la mia casa. Oh, oh che bello! Avanti, avanti, prego. 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 Vieni, vieni, vieni. Schlechte Laune hat jeder mal. Ich guck drüber, bis ich mit Zug ist damit. Nein, ich will. Ach, der läuft da bestimmt nicht weg. Nina, ich muss jetzt was ganz Wichtiges mit dir besprechen. Komm. Hm. Wer seid ihr dann? Hä? Sind Sönchen von Nakasumi. Sönchen von Nakasumi? Ah, so. Ah. Na, zeig doch mal, du Çomuru dolu kalko. Paniko, darı bir yan. Ja, ich habe noch Licht gesehen. Da wollte ich mal fragen, haben Sie eine Nachricht aus dem Krankenhaus? Ja, es geht ihr den Umständen entsprechend recht gut, aber niemand weiß, wann und ob sie wieder arbeiten kann. Ist aber nett von Ihnen, dass sie sich erkundigen kann. Ich werde nur den Gedanken nicht los, was passiert wäre, wenn diese Panne mit dem Scheinwerfer während unserer Nummer gewesen wäre. Dann wäre gar nichts passiert, Carlo. Denn Ihre Kinder haben ihre Nerven gehabt. Meine Nerven?
Nee, also ich reg mich doch über jeden kleinen Dreck auf. Aber wäre ja noch schöner, wenn wir uns nicht mehr aufregen würden in unserem Beruf. Was glauben Sie, Carlo, warum ich hier sitze, mitten in der Nacht? Nur, damit ich mich wieder aufregen kann über Verträge, Dispositionen. Und morgen kommt Jakobsen, da werde ich mich wieder aufregen. Und da wird wieder mein Elefant krank. Und so geht das weiter, Carlo, bis wir beide 100 Jahre alt sind. Sie und ich. Und wollen Sie mir dann sagen, dass Sie es gerne anders gehabt hätten? Und jetzt will ich ihn mal... Die immer ganz dreckig. Aber du kannst doch gar nicht Italienisch. Das macht doch nichts. Ich spreche Spanisch und nachher macht italienische Stimme drauf. Du, ich weiß schon, was ich mit dem Geld machen werde. Sag mal, bist du eigentlich ganz sicher, dass du den Film wirklich machst? Schließlich habe ich... Natürlich, ich habe doch Vertrag in der Tasche. Willst du sehen? Du hast unterschrieben? Ja. Sascha, was ist? Gesehen haben, da wirst du deinem Papa wahrscheinlich ein lebenslängliches Abonnement spendieren müssen. Ja, und heute Abend nach Vorstellung gibt es große Einladungen. Francis wird kochen und du, Lona, kannst helfen und Sascha und ich, wir gehen Wein kaufen und dann... Bevor du weitere Pläne machst, frag erst mal Lona, ob sie überhaupt Zeit hat. Was heißt das? Ja, es könnte so sein, dass sie ihre neue Rolle lernen muss. Vielleicht hat sie auch eine Verabredung mit Eugenio Carlotti, Sascha, dem großen Meister. Sascha, du weißt doch ganz genau, dass das nicht wahr ist. Verstehe ich recht, ihr redet immer noch über die alberne Filmerei? Ich möchte mal sehen, wie du reagiert hättest, wenn deine Frau dir ganz lässig mitteilt, sie hat einen Filmvertrag unterschrieben, ohne dich überhaupt zu fragen. Das will ich dir sagen, mein Junge, da hätte ich ihr... Da hätte ich... Na, was hättest du? Wenn ich gewusst hätte, dass ich mache Verbrechen, da hätte ich... Hätte! Ihr seid dran, macht, dass ihr rauskommt, da reden wir später drüber. Nina. Ja? Du, ich hab vorhin in den Spiegel geguckt. Weißt du, was ich gesehen habe? Nein. Ein riesiges Kamel. Signore e signori, adesso finde, das Kamel sind ganz wunderschön. La Gloria's. Streit gehabt, höre ich. Streit ist gut, Lona. Harry? Ja? Kannst du mir rasch verhelfen? Was machst du da? Wo wolltest du mit deiner Würstchen? Ich dachte... Hast du die etwa gestohlen? War doch nicht für mich, es war für unsere Tiger. Ach, du bist vom Zirkus. Ein richtiger Zigeuner, also dann komm einmal mit. Lo devi credere, che mi piace chiacchierare con la
donne, soprattutto se sono belle o giovani. Ma come si comportano loro qui in ufficio da noi? È un po' troppo! Ma scusi, io voglio finalmente un bel sciopero, un po' di pace e poi queste scenate. Ma io... Si vuole mi sprechen? Es hat leider etwas Ärger gegeben mit diesen Damen. Sie waren bei meinem italienischen Kollegen und wollten das jetzt. Muss ja schließlich irgendetwas geschehen und ich dachte mir, wenn Sie es nicht schaffen, wollen dann Sie mir bitte sagen, wie lange das hier noch so weitergehen soll? Wenn meine Tiere nicht endlich zur Ruhe kommen, dann meine Tiere müssen ja bewegt werden. Können Sie mir vielleicht verraten, wie das hier möglich ist? Außerdem sagt man doch, dass mit Italienern grundsätzlich nur Frauen verhandeln sollen, nicht? Ich verstehe immer noch Bahnhof. Bah! Da sind wir ja auch, leider, immer noch. Ja. Die Damen waren bei meinem italienischen Kollegen und wollten wohl erreichen, dass die Züge weiterfahren. Le dico una cosa, io ne ho visto di tutti i colori nella mia vita, ma loro hanno troppo temperamento e speriamo che questo benedetto sciopero finisca presto. Was meint ihr? Mein Kollege sagt, dass ihm das Temperament ihrer Damen etwas auf die Nerven gibt und er hofft, der Streik ist bald zu Ende, den Augenblick. Ja? Herr Horn! Ja, bitte! Einer ihrer Leute hat Fleisch gestohlen. Dann haben Sie gesagt, Zigeuner! Ja, die haben gesagt, er hat gestohlen. Nicht ein Stück Brot, nicht ein Stückchen Wurst. Nein, ach Gottletz und 24 Schüblige, das muss der Polizei gemeldet werden. Also, auch wenn der Bursch minder wäre. Verstehen Sie doch bitte, das Ganze war ein dummer Jungenstreich und weiter nichts. Ja, der arme Kleine hat gehört, dass die armen Tiger haben Hunger und... Richtiger Rabenvater. Und deine Mutter? Mama hat immer nur geweint. Auch damals, als ich sagte, dass ich Artist werden will. Papa hat gebrüllt 3 Tage lang. Mama hat geweint. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich deiner Mama ein großes Paket Taschentücher mitgebracht. Denn ich wette, wenn dich sieht, weint. Das wäre nicht schlimm, aber wenn Papa mich sieht, Papa wird brüllen. Und wenn Papa brüllt, oh... Na, das ist doch ganz einfach. Dann brüllen wir 2 ihm zurück. Also. Was ist denn das? Signor Rodolfo, che piacere, ma che piacere vedervi qui che da tanti anni che non vi vedo. Gesù, mamma, ma questa è una sorpresa bellissima, ma come state? Benissimo, benissimo. Voi non dimenticate la vostra vecchia casa. Ma signora Rosanna... Adesso chiamo i miei figli, momento. Fausto, Augusto, Dante, presto, c'è la signora col signor Rodolfo qui. Bevete un goccino con noi? Sì? No, grazie, signora Rosanna. Andiamo di fretta. Ma ditemi, i miei genitori non abitano più qui? Ma come, non lo sapete? No. Sono 2 settimane che hanno cambiato casa. Stanno a casa nuova. Was sagt sie? Meine Eltern sind umgezogen vor 2 Wochen. Irgendein Neubau. Und das haben sie uns nicht geschrieben? Papa hat mir noch nie geschrieben. Rodolfo! Ciao. 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 Qualche giorno, ma papà e mamma, dove sono ad abitare adesso? Non lo sapete? Rodolfo, aspetta, se non sbaglio, stanno in via Gerdetta. Oh. No, mamma, che stai dicendo in via Torino? Ma no, a me mi sembra via Minelli. Allora andiamo da Renzo che conosce questa via. Va bene. Arrivederci, vado a far da mangiare. Wo laufen die denn hin? Sie fragen Renzo, wo Papa jetzt wohnt. Renzo ist Friseur und weiß alles. Fertig. Los jetzt. Hier, Sascha, dein Kampf. Na, was ist? Nun komm, Pedro. So, Pedro, und jetzt musst du allein weitergehen. Komm bitte mit. Pedro, der Direktor hat gesagt, er möchte dich sprechen, und zwar dich ganz allein, also? Nun komm. Herein. Ja, Pedro? Ich sollte doch kommen. Ach so, ja. Pedro Doria, Herr Direktor. Ach so, ja. Bitte, Pedro. Pedro? Ein bisschen näher. Seid ihr dann, hä? Sind Söhnchen von Malakasumi. Söhnchen von Malakasumi? Ach so. Na, zeig doch mal, du Klasse.
Ich hab's so. Schon mal da drüber gehabt. Panico, Barbian. Gibt's dir noch? Ja, ich habe noch Licht gesehen. Da wollte ich mal fragen, haben Sie eine Nachricht aus dem Krankenhaus? Ja, es geht ihr den Umständen entsprechend recht gut, aber niemand weiß, wann und ob sie wieder arbeiten kann. Ist aber nett von Ihnen, dass sie sich erkundigen kann. Ich werde nur den Gedanken nicht los, was passiert wäre, wenn diese Panne mit dem Scheinwerfer während unserer Nummer gewesen wäre. Dann wäre gar nichts passiert, Carlo. Denn Ihre Kinder haben ihre Nerven gehabt. Meine Nerven? Nee, also ich reg mich doch über jeden kleinen Dreck auf. Aber wäre ja noch schöner, wenn wir uns nicht mehr aufregen würden in unserem Beruf. Was glauben Sie, Carlo, warum ich hier sitze, mitten in der Nacht? Nur, damit ich mich wieder aufregen kann über Verträge, Dispositionen. Und morgen kommt Jakobsen, da werde ich mich wieder aufregen. Und da wird wieder mal Elefant krank. Und so geht das weiter, Carlo, bis wir beide 100 Jahre alt sind. Sie und ich. Und wollen Sie mir dann sagen, dass Sie es gerne anders gehabt hätten? Hm? Und jetzt will ich Ihnen mal was sagen, Carlo. Dieser ganze Dreck kann hier liegen bleiben bis morgen früh. Und ich sehe mal nach, was das Fräulein Kramer für uns im Eisschrank hinterlassen hat. Wenn Sie einverstanden sind. Na also. Und ich bitte Sie um Entschuldigung, dass ich Sie hier so einfach zum Schnaps einlade, wie irgendein dämlicher Direktor seinen Angestellten, wenn er jovial sein will. Aber schließlich passiert es ja nicht so oft, dass hier mitten in der Nacht jemand anklopft, der mir sympathisch ist. Ich von Dassel Circo. Ob du weißt, dass er immer dagegen war, dass ich zum Zirkus gehe? Sì, signor Benetti, Rodolfo ha parlato. E malgrado questo, lei viene a casa nostra. Ma non era meglio che lei consigliasse a Rodolfo di fare un altro mestiere? Non il circo, 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 sto benedetto circo. La nostra famiglia è sempre stata una famiglia stimata a Napoli. Mio padre era magistrato, io sono magistrato come lo era mio padre. E Rodolfo che fa? Se ne va al circo. Oh, Tino, ti prego, ma mi avevi detto di non dire niente, ma guarda le poverine, Tino! Tino? Heißt dein Vater auch Tino? Ja, natürlich. Warum hast du mir denn das nie gesagt? Warum sollte ich? Er wollte ja nie was von mir wissen, seit ich von zu Hause weg bin. Und trotzdem hast du darauf bestanden, dass unser Junge Tino heißt? Ja. Signore, unser Bambino heißt auch Tino. Tino, verstehen Sie? Wollen Sie wissen, wie er aussieht? Hier. Das ist Tino, als er drei Wochen alt war. Und hier ist er in seinem ersten Geburtstag. Und jetzt ist er mit unserem Hund. No, che meraviglia. Und so sieht er heute aus. Che bello, ma Tino! Würdest du also deine Karriere mir zuliebe aufgeben? Und dann den ganzen Tag gar nichts anderes machen, als deine Socken zu stoppen und dich zu bewundern? Den letzten Satz hättest du dir sparen können. Aber ich kenne dich doch. Und meine Karriere werde ich immer aufgeben, wenn sie mich hindern würde, bei dir zu sein. Ich muss aber nicht. Der Jakobs hat gesagt, dass ganz einfach, mich unterzubringen, da wo die Dorias sind. Also, wir können zusammenbleiben, ohne dass ich meine Karriere aufgebe. Das heißt, du willst also nicht? Nein, meine Arbeit macht mir nämlich Spaß, verstehst du? Außerdem erinnert mich auch meinen Papa. Na schön. Das wollte ich nur mal wissen. Morgen in eine Woche. Wie lange dauert das dann? Nicht sehr lange. 10, 12 Tage. Ach, fabelhaft. Wie stellst du dir unser Training vor? Wer kümmert sich um die Kinder? Ich werde Francis fragen, wenn du dich willst. Du, und weißt du, was die mir bezahlen werden? 60.000 Lire jeden Tag. Und ich spiele die Frau von einem Mechaniker, die immer ganz dreckig herumläuft. Aber du kannst doch gar nicht Italienisch. Oh, das macht doch nichts. Ich spreche Spanisch und nachher macht italienische Stimme drauf. Du, ich weiß schon, was ich mit dem Geld machen werde. Sag mal, bist du eigentlich ganz sicher, dass du den Film wirklich machst? Schließlich habe ich... Wirklich? Ich habe doch Vertrag in der Tasche. Willst du sehen? Du hast unterschrieben? Ja. Sascha, was ist?
doch, der läuft da bestimmt nicht weg. Nina, ich muss jetzt was ganz Wichtiges mit dir besprechen. Komm. Na, wer seid ihr dann, hä? Sind Söhnchen von Nakasumi. Söhnchen von Nakasumi? Na, zeig doch mal, du شما رو دوله گرخا پانیکو برو بیان noch? Ja, ich habe noch nicht gesehen. Da wollte ich mal fragen, haben Sie eine Nachricht aus dem Krankenhaus? Ja, es geht ihr den Umständen entsprechend recht gut, aber niemand weiß, wann und ob sie wieder arbeiten kann. Ist aber nett von ihm, dass sie sich erkundigen kann. Ich werde nur den Gedanken nicht los, was passiert wäre, wenn diese Panne mit dem Scheinwerfer während unserer Nummer gewesen wäre. Dann wäre gar nichts passiert, Carlo. Denn Ihre Kinder haben ihre Nerven gehabt. Meine Nerven? Nee, also ich reg mich doch über jeden kleinen Dreck auf. Aber wäre ja noch schöner, wenn wir uns nicht mehr aufregen würden in unserem Beruf. Was glauben Sie, Carlo, warum ich hier sitze, mitten in der Nacht? Nur damit ich mich wieder aufregen kann, über Verträge, Dispositionen. Und morgen kommt Jakobsen, da werde ich mich wieder aufregen. Und da wird wieder mal Elefant krank. Und so geht das weiter, Carlo, bis wir beide 100 Jahre alt sind. Sie und ich. Und wollen Sie mir dann sagen, dass Sie es gerne anders gehabt hätten? Und jetzt will ich Ihnen mal was sagen, Carlo. Dieser ganze Dreck kann hier liegen bleiben bis morgen früh. Was? Ach, ich glaube, am Ende bist eifersüchtig auf die Bärschette, oder? Du gibst doch selber Autogramme. Es geht doch nicht um die paar Autogramme, aber ich finde, Nina steigt der Erfolg allmählich in den Kopf. Was hast du da eben gesagt? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das Mädchen ist doch so bescheiden. Du hast dich geärgert, dass sie so umschwärmt werden, ne? Na, gib's doch zu. Und dass er Erfolg hat in der Manege, das muss dich doch geradezu freuen. Ne? Stell dir mal vor, sie hat keinen Erfolg. Warum, das geht's doch gar nicht. Ich frage mich dauernd, was wird, wenn diese Tournee mal zu Ende ist? Na, darüber brauchst du dir doch keine Sorge zu machen. Das macht der alte Jakobsen. Ich habe mindestens 5 großartige Angebote für sie. Ich wollte gerade mit dir sprechen. Ja, bitte. Lassen Sie sich nur nicht aufhalten. Jetzt hör doch mal zu, Menschenskind. Wenn dir das nicht passt, dass die Nina auftritt, na klar, dann musst du sie halt bitte 3 Fahrt zu machen. Und ihr kostet immer den Nagel sein. Wenn sie das macht, ist gut. Hm? Macht sie es aber nicht. Oder willst du sie nicht heiraten? Oder will sie dich nicht heiraten? Tja, dann musst du dich halt mit abfinden, dass es weiter auftritt. Oder hast du vielleicht Angst, dass ihr Name eines Tages Gräser auf dem Plakat gedruckt ist, wie deiner? Herr Jakobsen! Ach, Ninaschen! Ich habe nicht gewusst, dass Sie hier sind. Nun, ich habe keinen Gruß bei dem Gemälde. Wie geht es da? Ja, Neapel ist so wunderschön. Ja, ne? Besonders das Publikum da. Aber Vico, warte, ich weiß jetzt, wo wir essen gehen können. Was hat er denn? Oh, schlechte Laune hat jeder mal. Ich guck drüber, bis ich mit zugehst du mit? Nein, ich will. Och, der läuft da bestimmt nicht weg. Nina, ich muss jetzt was ganz Wichtiges mit dir besprechen. Komm. Ja. Wer seid ihr dann, hä? Sind Söhnchen von Nakasumi. Söhnchen von Nakasumi? Ach so. Na,
Weiß doch mal, du Schon wieder du legal ha. Panico, Barbian. Ich will schon sagen, was wir machen sollen. Wie getan? Ja, ich bin schlecht gefallen. Ich mach noch mal. Signore e signori, Lona Doria fortunatamente non è ferita. E riproverà ancora una volta il suo salto. Lona Doria! Luna, komm, nun sag mal, was war los? Wie ist denn das passiert? Ich hab doch gesagt, ich hab nicht aufgepasst. Aber das gibt's doch gar nicht. Ich meine, bist du zu spät gesprungen oder was war? Ich hab dich kommen sehen, ich hab dich schon gehabt und dann bist du... Wir werden morgen trainieren, wir werden sehen, was war. Morgen, da gehst du zu diesem... Ja, ich werde bitten, dass er nimmt den Vertrag zurück. Und willst du etwas wissen? Carlotti ist kein interessanter Mann. Der ganze Film ist nicht interessant. Interessant war nur, dass du so böse warst. Und deswegen wollte ich Film machen. Nina, bist du fertig? Natürlich, aber ich muss noch die Haare machen. Aber warum denn? Haare sind doch wunderschön. Mach schnell Francis und Rodolfo warten mit dem Essen. Ja, mach ich. Augusto, Dante, presto, c'è la signora col signor Rodolfo qui. Bevete un goccino con noi? Sì? No, grazie, signora Rosanna, andiamo di fretta. Ma ditemi, i miei genitori non abitano più qui? Ma come, non lo sapete? No. Sono due settimane che hanno cambiato casa, stanno a casa nuova. Was sagt sie? Meine Eltern sind umgezogen vor zwei Wochen, irgendein Neubau. Und das haben sie uns nicht geschrieben? Papa hat mir noch nie geschrieben. Rodolfo! Ehi, qualche giorno, ma papà e mamma, dove sono ad abitare adesso? Non lo sapete? Rodolfo, aspetta, se non sbaglio, stanno in via Gerdetta. Oh. No, 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 mamma, che stai dicendo in via Torino? No, a me mi sembra via Minelli. Allora andiamo da Renzo che conosce questa via. Ehi, va bene. Arrivederci, vado a far da mangiare.
Wo laufen die denn hin? Sie fragen Renzo, wo Papa jetzt wohnt. Renzo ist Friseur und weiß alles. Fertig. Los jetzt. Hier, Sascha, dein Kamm. Na, was ist? Komm, Pedro. So, Pedro, und jetzt musst du allein weitergehen. Komm bitte mit. Pedro, der Direktor hat gesagt, er möchte dich sprechen, und zwar dich ganz allein, also? Na komm. Herein. Ja, Pedro? Ich sollte doch kommen. Also, ja. Pedro Doria, Herr Direktor. Ach so, ja. Bitte, Pedro. Pedro, komm mal ein bisschen näher. Was höre ich da? Du hattest an der Grenze Schwierigkeiten mit der Polizei? Ja. Und warum? Weil der Fleischer so sauer auf mich war. Und mit Recht, du hast gestohlen. Ich habe ja nicht für mich geklaut, ich habe für die Tiger geklaut. Sie hätten ja mal hören müssen, wie die gebrüllt haben vor Hunger. Seit wann interessierst du dich für die Tiger? Ich denke, das macht deine Schwester. Na ja, sie ist aber zu feige, um Wurst zu klauen, ja. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Was glaubst du eigentlich, was das für einen Eindruck macht, wenn die Leute vom Zirkus einkaufen, ohne zu bezahlen? Schmeißen sie mich jetzt raus. Was? Ob sie mich jetzt rausschmeißen. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Ich wollte von dir nur mal hören, ob es dir leid tut.